we make the streams louder. Servus Leute, und zwar willkommen wieder beim neuen Video. Und zwar heute haben wir ein richtig interessantes Thema eigentlich. Die beste Membran vermutlich für euren D50B0 und EWS Motor. Wir reden da von einer VFORCE 3 Membran, ist jetzt im Grunde nichts Neues, aber mit einem großen entscheidenden Unterschied, dass diese von uns überarbeitet worden ist und ihr dann nichts beim Gehäuse bearbeiten müsst. Wann braucht man so eine Membran? Theoretisch nur bei stärkeren Motoren, man kann das auch bei schwächeren einbauen. Im Endeffekt geht es hier nur darum, dass man die maximale Durchflussmenge zusammenbringt. Und je besser die Membran, desto effizienter kann euer Motor arbeiten und desto mehr Leistung und mehr Drehmoment holt ihr raus. Und deswegen macht es theoretisch auch schon bei schwächeren Setups Sinn, aber natürlich verbauen tut man so eine relativ teure Membran erst bei wirklich starken Setups. Ihr hättet gesagt, wir switchen Kameraposition und dann zeige ich das Ganze, wie das am Motor selber ausschaut. So, wir haben hier mal unseren Motor. Das ist in dem Fall ein 77 Kubik Stage 6 Street Race Motor und hier haben wir die VFORCE Membran. Ja, die meisten Leute werden die schon kennen, zumindest vom Bilder. Ist hier eine Carbon VFORCE Membran, wie man sehen kann, von Moto da Sinari, und wir haben da im Vergleich auch noch eine Originalmembran hergegeben. Und ja, wie man sieht, ist natürlich die Originalmembran viel kleiner, hat einen viel, viel kleineren Querschnitt. Und ja, wenn wir uns die Originalmembran anschauen, die hat auch noch so Anschlagsplättchen, ja, ziemlich begrenzt quasi in der Größe, die passt hier ganz normal hinein. Ja, ist eh klar, ist die Originalmembran. So, jetzt haben wir immer früher das Problem gehabt, dass diese Membran viel zu groß ist und man hier am Gehäuse fräsen muss. Was muss man da genau fräsen? Einmal ganz wichtig, da links und rechts quasi und dann auch noch hier oben und unten, damit man die Membran hineinbringt. So, ist jetzt aber eher nicht so super, weil man natürlich da jetzt extrem das Gehäuse schwächt, wenn man links und rechts jeweils 5 Zehntel bis 1 mm wegfräst und unten und oben noch einmal mindestens 2 mm. Das heißt, man nimmt da extrem viel Material am Gehäuse weg und schwächt das Ganze. Und ja, vor ein paar Jahren habe ich mich da sehr lang beschäftigt mit Ansaugsystemen und bin drauf gekommen, man kann diese Membran links und rechts seitlich bearbeiten. Und dann passt diese Plug-and-Play hinein. So als kleinen Beweis passt die schon einmal hinein. Motor ist komplett original, das Gehäuse, wir haben da nichts verändert. Und ja, man sieht das, glaube ich, ist original noch die Beschichtung drinnen. Passt perfekt hinein, mit einer kleinen Ausnahme. Und zwar, die Membran geht sich um ca. 3 bis 4 mm nicht aus, dass sie ganz zum Block hinpasst. Ist aber auch kein Problem. Dafür haben wir dann noch zusätzlich was entwickelt, und zwar einen Membranblock-Spacer. Da kann man theoretisch jeden 5 mm Spacer nehmen, wobei man die meistens in der Mitte bearbeiten muss. Wir haben da einen eigenen gemacht, der hat da links und rechts, wie man sieht, eine Phasen drauf, genau quasi als Freistellung. Wenn wir uns da den Membran anschauen, so, da haben wir die passende Phase. Dann haben wir hier schon mal für quasi dieses Emblem die Freistellung. Und hier ist noch eine große Freistellung, die ist für hier unten. So. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, so, und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, liegt die Membran perfekt auf. Wir haben hier, so, das ist jetzt ein bisschen schwierig zum Filmen, unten extra Luft, hier seitlich. Und das Ganze passt perfekt, eben Plug and Play. Und was dann noch dazu kommt, wir haben das Ganze vermessen. Diese Membran kann ich probiere es einmal, man kann diese Membranklappen um ca. 5 mm hier innen aufmachen. Also insgesamt macht sie 10 mm innen auf. Und außen hast du im Motorblock noch ca. 5 bis 6 mm Luft. Das heißt, ja, passt perfekt hinein, man braucht da wirklich nichts bearbeiten. Und so sehr Gehäuse schwächen. So schaut es aus. VFORCE 3i 100% Plug and Play und ja, für uns eigentlich die allerbeste und geilste High-End-Membran und die geilste Lösung, was es für diese Motoren gibt.